Ja, of course. Oh, wenn die Musik dann auch noch aufhört. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ha, ha, ha. Ha. Tell me. Z. Patient 219 klagt über häufige Kopfschmerzen und gelegentliche Ohnmachtsanfälle. Soweit ich weiß, erlitt er in den vergangenen 1-2 Jahren allerdings keine Kopfverletzungen. Wodurch werden also die Kopfschmerzen hervorgerufen? Sind sie psychosomatisch? Und wie steht es mit seinen Ohnmachtsanfällen? Stehen sie mit seiner Amnesie oder Depression in Verbindung? 219 ist für mich ein Rätsel. Er sagt, er fühle sich ständig für irgendwas schuldig, macht sich Vorwürfe für vergangene Ereignisse, kann oder möchte aber gleichzeitig weder mit mir noch Dr. Benway genaueres mitteilen. Warte, möchte, aber gleichzeitig weder mir noch bla bla bla. Ne? Und so. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich nicht, dass der keine Taschenlampe im Gesicht hat. Officer? Alter, don't move. Ja, okay. Lebt der eine noch, oder? Nee, die leben nicht mehr, oder? Kann ich jetzt nicht übersetzen. All hail, heil, Puppet Master, also... Ne? Heil dem Marionettenspieler. What are these? I just don't fucking know anymore. See, open your eyes. It's a party. And you are the guest of honor. Me? Why? What is all this? Can't you all just leave me alone? Said the king. Through his subjects. Who would watch the puppet show? The puppet show for the puppet master. They've worked so hard, worked themselves to death. It's all for you. You got me mistaken. I'm not your master. Oh. But you are. You always were. Now, drink. Drink yourself blind. Sind wir das Arschloch? But thou shalt be king hereafter. Sollte selbst danach noch der König sein? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, wir sollen uns betrinken. Kannst du mir das übersetzen? Spiel? Spiel? Nee. Und warum verschwimmt das immer alles so? Must
trick. No master is above his subjects. Okay. Puppet Master! Hui! Mann! Die sind doch voll nicht schwer zu treffen. Ey, aber wenn die ausweichen, ne? Alter. Oh, das ist ja immer von hinten. Ich denke immer, da kommt jemand. Das ist creepy. Oh, Alter. Ich kann nicht rennen. Oh, Mann. Oh, bitte nicht wieder ganz von vorne. Bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Oh. Ja, wüsste ich auch gerne, Flo. Wüsste ich auch gerade. Gerne. Ich spiele nur merkwürdige Spiele, ja. Und Pupen, ja. Okay, nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. The Party! Poopy Man! Ich bin der Poopy Man! Puppet Master! Alter, die kommen aber echt schnell! That's what she said! Boah, ey, das ist voll so ein Mix aus total strange und weird und Schiss haben. Oh, ich will hier durch. Puppet Master!
Ich kann nicht rennen. Mr. Black, what is wrong with you? Ja. Aber hier so diese Anstalt ist echt so die beste Szenerie, finde ich. Aussehen tut's alles geil, aber hier ist ne? Horrorflair und so. Ach Gott. Okay, letztes Puzzleteil. It seems as though the user of the Pandora may skew certain details if they make a conscious effort to reject the technology. Perceived resistance, order of events, conversations, even environments may all be distorted or even hidden. It's problematic, but the Savant should be able to debug any inconsistencies in the review phase. But... achso. Ja, es ist wirklich sehr creepy. Und jetzt hier? Okay. Ruckel, ruckel. Ja. Every so often I get reminded that I really don't understand exactly what I've created here. It seems as though the human brain cannot occupy any simulated environment alone. In much the same way we're unable to sleep without dreaming, it seems the brain populates these areas somehow, typically with other humans. The nature of the populace seems to be directly related to the user's state of mind regarding the environment itself. Something to monitor. Neues Testsubjekt John K. Ein Lehrer, der angeblich versuchte, eine seiner minderjährigen Schülerinnen zu verführen. Wäre ein ideales Testsubjekt für die Pandora. Vor allem, weil es ihm beim Reinwaschen seines Namens helfen könnte. Sobald ich bereit bin, werde ich ihm einen Besuch abstatten. Okay. Huiui. Made of wood, and what would be its mind, not eyes that made us be. Ey, das ist aber das reinste Labyrinth hier immer, ne? Oh.
Ja, ja, okay, bin ich mit einverstanden. Hm. I get it now. All this trippy shit. You've been pumping the place full of hallucinogens the whole time. I thought you were better than that. Boah, bei der Musik weiß man nie, ob es gleich nochmal was passiert oder nicht. Oh. Oh, Musik! This is senseless. You are close, Mr. Black. Just a little further. Aha! Hört dieses Unwohlsein auch nochmal auf? Und die Mucke ist auch null anstrengend. Aber was ist denn mit dem... Ja, ja, okay. Aber was ist denn immer mit diesen ganzen Codes? Die haben wir, glaube ich, nie irgendwie... Hättest du da irgendwas Besonderes gegeben? Danke. Alter Finne. Von, ja, an Beurlaubung. Sehr geehrter Herr Hopkins, sehr geehrter Herr Lethem. Mit diesem Schreiben möchte ich Sie offiziell darüber in Kenntnis setzen, dass ich ab sofort von meiner aktuellen Position in der Wissenschafts- und Technikabteilung von FDG zurücktrete. Es waren persönliche Gründe, die mich dazu bewogen haben, die Arbeit auf absehbare Zeit niederzulegen. Ich weiß, dass dies eine Enttäuschung ist und hoffe, dass Sie meine Entschuldigung akzeptieren. Ich habe diesem Schreiben meine derzeitigen Aufzeichnungen zum Gedankenvisualisierungsheadset angehängt. Ja, neuester Prototyp, Codename Pandora, 7th Einheit. Greetings. Ja. Und jetzt hat damit jemand Dünnschiss getrieben. Dass das jetzt so still ist, ist aber auch nicht so geil. Let's lick your face off. I'm gonna eat your fucking eyes. I'll eat your eyes. I'll eat your eyes. Ah, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you slowly. I'm gonna put my fingers in ya. I'm gonna fucking kill you with a fork. Ja. Okay, ich bin endlich bereit anzufangen. Er scheint stabil genug zu sein, obwohl Hope an meiner Fähigkeit zweifelt, die Bewertung zu überwachen. Egal, ich muss fortfahren. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Ich schließe ihn an. Zing. Aber wir sind doch jetzt nicht der John oder wie der da hieß. Okay, hier ist gar nichts. Ey, komm nicht von hinten, Kollege, bitte, ja?
Puppen. Hallo. Ach, hör doch auf.